Hallo, willkommen zum heutigen Web-Talk. Heute geht es darum, dass man, gerade wenn man wie ich viele Online-Kurse macht, häufig mit der Frage konfrontiert wird, dazu würde ich gerne einen Online-Kurs machen, oder ich komme dann mit der Frage, warum soll es denn jetzt unbedingt ein Online-Kurs sein? Dazu habe ich, eine Art kleine Denkangebote, Fragen und auch ein paar Beispiele für Alternativen vorbereitet, die wir uns dann heute mal anschauen. Also die Frage ist, wann lohnt sich der Aufwand? Gibt es da nicht noch andere Sachen? Und vor allem später auch, welche Fragen muss ich mir selber stellen, um das kompetent beantworten zu können? Gut. Was ist ein Online-Kurs überhaupt? Diese Frage habe ich schon im ersten Web-Talk schon mal beantwortet. Da habe ich gesagt, das ist ein Lernangebot im Internet und habe gesagt, so alles von Moodle-Kurs bis YouTube-Playlist packen wir jetzt da mal in dieses Verständnis rein, um nicht dann eine akademische Diskussion draus zu machen. Hier wollen wir uns gerne ein bisschen, ich sag mal so, heute möchte ich sagen, nee, lass uns mal die Edelvariante betrachten und von dieser Alternativen ableiten. Ich nehme mal als Beispiel die OER-Fachexperten, weil ich das ich sag mal so, von der Konzeption als ich sag mal, wirklich so eine Edelvariante bezeichnen würde. Das soll jetzt gar nicht ein Eigenlob sein, sondern mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir in dem Kurs so haben. Der Kurs OER-Fachexperten ist eine Einführung in OER für freiberufliche Trainerinnen und Trainer. Hatten wir hier in der Web-Talk-Reihe auch schon mehrfach als Beispiel. Liegt schlichtweg wahrscheinlich daran, weil ich ihn selber gebaut habe und deswegen ganz gut weiß, was da wie vorkommt. In diesem Kurs gibt es ganz verschiedene Inhalte. Es gibt Einleitungsvideos, es gibt Aufgaben, wo die Leute aufgefordert werden, sich vorzustellen. Es gibt nochmal Hinweise, dass auch in diesem Kurs OER verwendet wird. Es gibt geremixte Videos, die gar nicht wir erstellt haben, sondern da bloß unser Label draufgepackt haben. Es gibt Texte, es gibt Lektürehinweise, es gibt später noch Checklisten. Es gibt begleitend dazu ein Forum, in dem auch verschiedene Aufgaben gelöst werden, also wo auch direkt die Antwort in dem Forum zum Kurs gehört. Man kann hier eine Teilnehmerliste einsehen, wo die Leute sind und welche Badges sie schon bekommen haben. Es gibt Links zu Social Media, also welchen Hashtag kann ich verwenden. Es gibt ein Newsforum, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer benachrichtigt werden, wenn eine neue Woche startet oder wenn neue Praxiswebinare anstehen. Und es gibt Badges und Zertifikate und alles, was man so sich in einem Moodle-Kurs, also das ist hier ein Moodle-Kurs, wer dahinter steht, denken kann. Gut. Also wie gesagt, die Edelvariante, deswegen, weil ich jetzt diese Punkte hervorheben möchte, es gibt Content, der ist auch sehr vielfältig, der besteht nicht nur aus einer Art. Es gibt Quizze, es gibt komplexe Aufgaben, Forendiskussionen und, was ich gerade noch nicht gesagt habe, einerseits kann dieser Kurs als Selbstlernangebot durchgearbeitet werden und andererseits kann man das aber auch als ganze Weiterbildungsreihe mit begleitenden Workshops dazu belegen. Also es gibt verschiedene Zeitpunkte, zu denen es angeboten wurde. Es ist jetzt leider keine Regelmäßigkeit, aber es gab bereits 4 Durchführungen, glaube ich, bei denen man verschiedene Workshops dazu bekam. Also es gab einen Kick-Off-Workshop, es gab eben eine Online-Phase, in der man den Kurs angeschaut hat. Es gab einen zweitägigen oder 2 halbe Tage Präsenz-Workshop, um ein eigenes Projekt voranzutreiben, eine 2. Online-Phase, um dieses Projekt noch zu finalisieren und eine Prüfung vom BDVT, das ist der Berufsverband für freiberufliche Trainerinnen und Trainer, um auch dort ein Abschlusszertifikat geprüfter OER-Fachexperte, Expertin BDVT zu bekommen. Also das ist wirklich so ein komplettes Lernangebot, was auch verschiedenen Ansprüchen genügen muss. Nun habe ich gesagt, okay, was gibt es denn da noch? Also welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Weil wenn verschiedene Leute kommen und sagen, wir könnten jetzt einen MOOC machen auf einem Campus oder einer anderen Plattform und ich mir so anhöre, wo sie eigentlich hinwollen, frage ich mich mal, warum wollt ihr jetzt dazu einen MOOC machen, also einen Online-Kurs machen? Hättet ihr nicht mit der und der Lösung eine andere und bessere Option? Ich habe mal einfach ein paar Beispiele rausgesucht, um zu zeigen, was ich damit meine. Könnte man noch machen? Man könnte einfache Webseiten einfach gestalten.
Man könnte zum Beispiel Templates benutzen. So gibt es die Webseite Fakten prüfen im Netz, wo darüber aufgeklärt wird, wie man Fakten, die man im Internet findet, überprüfen kann. Also erstmal, wie fällt einem das auf? Wie überprüft man die Quellen? Welche weiteren Informationen kann man fürs Recherchieren nutzen und so weiter? Das ist eine Webseite, wo man einfach nur einen Content bereitstellt und über die Nutzung von so einem HTML5-Up-Template könnt ihr euch anschauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das schön zu gestalten. Ist es auch nicht sonderlich schwer. Man kann das zum Beispiel auch auf GitHub hosten. Da hat Nele Hirsch zum Beispiel eine schöne Übersicht gemacht zu interaktivem Bildungsmaterial mit H5P, bei dem sie zu jedem Content-Typ erklärt hat, wofür man das nutzen kann, und dann ein Beispiel schön dazu gebaut. Und auch diese Webseite ist einfach gestrickt und die liegt auf GitHub gehostet. Das heißt, man braucht vielleicht noch nicht mal einen eigenen Webserver. Sie hat dazu das schöne Angebot gemacht, dass sie via Glitch dass man das Ganze via Glitch remixen kann. Ne? Also die Webseite, die ich euch gerade gezeigt habe, die steht auch hier in Glitch drin, und ich könnte jetzt mir die Innenquellen angucken und das Ganze auch für mich remixen. Also wenn ich der Meinung bin, ich muss da nur so ein paar Inhaltstypen reinbringen, weil das meine Zielgruppe besser braucht. So kann man auch ein Lernangebot bereitstellen. Man könnte auch ein anderes CMS nutzen, also Content Management System wie WordPress. Da habe ich als Beispiel mal rausgesucht Beyond the Screen, die verschiedene Anleitungen gepostet haben, LED-Streifen programmieren zum Beispiel. Ne? Also das ist einfach nur eine Webseite, bei der ich das lernen kann und die aber auch sehr einfach gestaltet ist mit einem WordPress. Einen sehr schönen WordPress an dieser Stelle muss man natürlich hervorheben. Auch die ist frei lizenziert. Man kann WordPress auch noch ein Stück erweitern, zum Beispiel mit BuddyPress, und das so machen, wie das zum Beispiel die Edonauten gemacht haben. Dann geht es hier gar nicht groß drum, viele Inhalte bereitzustellen, sondern auch und vor allem Kommunikation zu ermöglichen. Na, das hat man hier mit Gruppen getan, die sich da eingerichtet und sortiert haben und Fragen geklärt haben, wie zum Beispiel für welche Kompetenzen oder Inhalte kann ich H5P, Kahoot und Co. didaktisch sinnvoll einsetzen. Und dann gab es hier diverse Diskussionen dazu, auch mit sehr vielen Antwortmöglichkeiten, aus denen dann nachher das Angebot entstanden ist, zeitgemäßes Lernen online oder so. Muss ich nochmal raussuchen, bitte. Entschuldigung. Man kann aber auch was ganz anderes machen. Also es muss nicht nur auf Webseiten rauslaufen. Man kann zum Beispiel Videoplaylisten gestalten. Und wenn die ganz gut aufeinander aufgebaut sind, kann da auch das ein Online-Lernangebot sein. Ich will nicht mal Online-Kurs sagen, weil ich es gerade abgegrenzt habe. Als ein Beispiel könnte man YouTube-Playlisten zusammenstellen. Ne? Also das ist ein recht häufiger Fall, dass Leute kommen und sagen, ja, ich habe hier die und die Videos und würde die jetzt gerne in den MOOC packen. Und ich so, okay, wenn du jetzt mit einem MOOC eigentlich nur noch die Überschriften hinzufügen kannst, ist es eigentlich nicht nötig. Man kann noch andere Gründe haben, zum Beispiel um die Reichweite zu erhöhen. Aber hier, das ist zum Beispiel eine Einführung Notenlesen leicht gemacht, ein Videokurs von Petra Amersreiter, die sehr viele Einführungsvideos zu Notenlesen bereitgestellt hat. Ist übrigens eines von den Projekten aus den OER-Fachexperten, wo es einfach auch genug sein kann und vielleicht auch sehr viel praktischer sein kann, sich diese YouTube-Playlist anzuschmeißen. Ne? Also vielleicht möchte ich das abends am Smart-TV schauen, dann ist es komplizierter, sich da über einen Moodle drüber zu navigieren. Ja, man kann auch einen Twitter-Kanal nutzen, um ein Lernangebot voranzubringen. Ich habe mal rausgesucht, es gab das Angebot 3WOT, 3 Wochen, 3 Weeks on Twitter, Wochen auf Twitter, wo ist meine Einführung in Twitter gegeben wurde, auf Twitter selbst. Ja, also man hat dann hier diverse Posts verfasst und hat gesagt, okay, ich suche mal ein Beispiel raus. Hallo 3WOT-Twitterer, so viel zum Thema Lesen auf Twitter, fühlst du dich manchmal überrannt? Hier gibt es Tipps, heute gibt es Tipps, wie man der Fülle mit Informationen umgehen kann. Ne? Und dann haben sie auch einen WordPress-Blog dazugepackt und jeweils auf diese verschiedenen Anleitungen und Hilfestellungen verlinkt. Und das Ganze so via Twitter als Lernangebot umgesetzt. Aber die News kamen immer über Twitter, sodass man da auch die aktualisierten Informationen
bekommen hat. Man kann auch einen Podcast machen. Ja, also ich habe als Beispiel mal rausgesucht den Leben X0 Podcast vom Museum vom Museum für Kommunikation in Frankfurt, die einfach verschiedene Begriffe aus dieser Online-Welt und aus den Social-Media-Netzwerken und Digitalisierung erklärt haben. Ne? Was ist digitale Transformation? Was ist Medienkompetenz? Was sind Algorithmen? Das Ganze als Podcast aufgebaut, immer mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Das steht hier bereit. Und da gibt es auch ganz verschiedene. Ich habe zum Beispiel den Vereinsmeier-Podcast gehört, um mich so in Vereinsrecht rein zu arbeiten. Ja? Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Lernangebote bereitzustellen. Es muss nicht immer ein Online-Kurs sein mit Inhalt, Forendiskussionen, Aufgaben, Badges. Gut. Wie kann man das Ganze ein Stück weit, wie kann man es besser entscheiden, was man eigentlich braucht? Und das ist das, was ich jetzt in diesem Web-Talk nochmal genauer diskutieren möchte. Ich möchte quasi ein Mitdenkangebot liefern, um zu sagen, okay, ich habe ein Konzept und einen Rahmen und ich möchte die technischen Anforderungen daraus schlussfolgern. Und die leitfreie Frage soll also sein, stark vor kurz, welche Ressourcen haben auch die Teilnehmenden, wenn ich so ein Lernangebot aufbaue? Ne? Also in welcher Form ist es für die Teilnehmenden am sinnvollsten, dieses Lernangebot zu bekommen? Und jetzt mache ich schon das Erste, weil ich mir das für diesen Web-Talk auch gestellt habe. Es ist ein sehr großes und umfangreiches Thema. Und die Teilnehmenden hier haben so, naja, wenn ich mich ein bisschen verquatsche, vielleicht eine halbe Stunde Zeit. Eher sind so 20 Minuten. Und deswegen muss ich sagen, ich habe so ein paar Sachen ausgeklammert, weil ich die schon mal woanders gesagt habe. Und zwar gibt es Grundfragen der Konzeption, habe ich in einem 101-Talk für die OER-Info-Reihe mal besprochen. Da geht es um kompetenzbasierte Lernzielsetzungen. Es geht um Constructive Alignment. Die könnte man sich dazu angucken. Und es gibt noch einen anderen Web-Talk, da habe ich darüber gesprochen, wie man Lernangebote als Blended Learning-Formate strukturieren könnte. Das kann ich und möchte ich deswegen hier auch nicht nochmal erzählen. Das könnte man sich jetzt begleitend dazu angucken. Sondern bei mir geht es wirklich darum, ich habe bereits diesen Rahmen und Konzept und ich möchte jetzt überlegen, welche technischen Anforderungen braucht denn die Plattformen, die ich mir jetzt auswähle für mein Lernangebot. Und das habe ich ein bisschen nach drei Schwerpunkten gegliedert. Es geht um Content, es geht um Austausch und es geht um Verwaltungsbedarf. Beim Content, wie sieht der aus? Überlegt euch, welchen Content habt ihr, welchen Content wollt ihr vielleicht produzieren und wie muss der nachher dargestellt werden? Welche Medienformate habt ihr? Habt ihr sehr einheitliche Medienformate? Ne? Also zum Beispiel wie vorhin bei der YouTube-Playlist gab es halt nur Videos, bei einem Podcast gab es nur Audiosachen. Dann schaut, dass eure Plattform diese Formate möglichst gut unterstützt. Habt ihr zum Beispiel nur Text, sollte dieser Text gut lesbar sein, es sollte vielleicht eine Druckvariante geben, damit die Leute sich das ausdrucken können. Vielleicht habt ihr eine Vorlesefunktion, wir sprechen ja auch viel über Barrierefreiheit und braucht ihr vielleicht sowas wie Literaturmanagement, einen Index, eine gute Suche. Habt ihr, genauso bei Video und Audio, ne, könnt ihr eine Playlist erstellen, kann man vielleicht sowas wie Untertitel einfügen. Also schaut da, dass diese Plattform dafür vielleicht am besten für dieses Medienformat geeignet ist. Und das, da kennt man eigentlich auch die einschlägigen Plattformen. Bei der gemischten bei der gemischten Medienformaten, also ihr habt zum Beispiel ein Video, ihr habt Text, ihr habt mal eine Checkliste, ihr habt mal einen Link, dann sucht euch eine Plattform, die genau sowas ermöglicht. In der Regel sind das Lernmanagementsysteme oder Content-Management-Systeme und da vielleicht auch den Tipp, versucht da möglichst wenig hinzubiegen. Na, also habt ihr zum Beispiel einen WordPress-Blog euch ausgesucht und habt ein Theme, was sehr eng ist. Das sieht manchmal stylisch echt schön aus. Aber wenn ihr in dieses enge Format nachher ein Video reinpackt, dann kann das viel zu klein aussehen. Und entweder ihr erlaubt es, durch die Steuerungsleiste von YouTube das Ganze auf Vollbild zu schalten, dann ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, man kann sich so klein angucken, man kann aber auch das Ganze sich vergrößern, wenn man das möchte. Aber wenn das nicht geht oder ihr das nicht einstellt, vielleicht ist dann ein Link auf dieses Video auf YouTube viel besser, weil YouTube ja schon sehr, sehr viele Sachen mitbringt. Also versucht da einfach nicht so viel hinzubiegen, sondern wirklich auch das schön und passgenau da reinzubringen. Wenn ihr Aufgaben habt, also Aufgaben, die ihr an die Teilnehmenden stellt, die bearbeitet werden können, überlegt,
ob ihr Feedback braucht, ob das automatisch erfolgen soll, also irgendeine Auswertungsmöglichkeit. Ihr kennt, viele von euch kennen H5P, wo Multiple-Choice-Sachen oder Lückentexte automatisch ausgewertet werden können. Oder ob ihr persönliches Feedback wollt, braucht und leisten könnt. Das kann einerseits durch die Lehrenden passieren, das kann aber auch durch die Teilnehmenden passieren. Wenn ihr es durch die Teilnehmenden passieren lassen wollt, braucht ihr was, wo die Teilnehmenden reinschreiben können. Also es klingt alles sehr, sehr logisch, aber das müsst ihr halt vorher überlegen. Ist eine Bewertung nötig? Das ist die wichtigste Frage, glaube ich, bei den Aufgaben, ne? Also Online-Kurse haben ja häufig den Vorteil, dass ich am Ende sehen kann, haben alle Teilnehmenden die Aufgaben gemacht, haben die eine Bewertung bekommen, brauchen sie am Ende ein Zertifikat, ein Badge, solche Sachen. Wenn ihr das nicht braucht, sondern sagt, wir bieten Aufgaben an und die Belohnung dafür, dass die Aufgaben gemacht werden, ist halt, dass man am Ende das Projekt bearbeitet hat oder was gelernt hat, dann ist vielleicht auch ein WordPress-Blog, eine gute Sache. Man muss aber auch gar keinen Content haben oder man muss keinen Content vorgeben. Das habt ihr bei den Edonauten gesehen, ne? Da gab es keinen richtig vorgegebenen Content, sondern die erste Phase bestand darin, Fragestellungen zu sammeln, zum zeitgemäßen Lernen. Also es ist gar nicht gesagt, dass Content-Darstellung nötig ist. Dann könnt ihr vielleicht auch viel stärker auf Kommunikationstools gehen. Dann habt ihr den Fokus auf der Aufgabenbearbeitung, auf ein eigenes Projekt, auf den Austausch unter den Teilnehmenden und so weiter. Austausch. Kommen wir gleich genau zu dem Punkt. Mit wem sollen sich Menschen austauschen und warum? Und sollen sie es überhaupt können? Ja, den Austausch kann man zum Beispiel unterstützen für die Klärung von Fragen. Das ist natürlich wichtig bei formellen Lernangeboten, die jetzt in einem Studium oder in einem Schulsetting eingebettet sind. Sind Fragen auch manchmal dafür da, um Prüfungsbedingungen zu klären. Die sind dann rechtlich relevant, dann die muss ich an die Teacher stellen können und vielleicht auch auf einen geschlossenen Kanal, falls da persönliche Daten mit drin sind. Also da müsst ihr überlegen, welche Fragen könnten kommen. Muss ich da Sachen rechtlich absichern? Muss ich da so einen Weg bereitstellen? Ne? Also muss ich eine E-Mail-Adresse angeben oder nicht oder reicht ein Forum aus? Forum ist der Punkt, um zum Beispiel Diskussionen gut anbinden zu können. Diskussionen können aber auch in einem Chat oder einem Telegram-Channel oder einer WhatsApp-Gruppe, was nicht so datenschutzrechtlich für alle okay ist, aber in so einer Form passieren. Und den Austausch unterstützen, um gemeinsam an Projekten arbeiten zu können, gemeinsam Texte schreiben zu können, um kollaborativ arbeiten zu können. Überlegt, welche Aufgaben habt ihr drin, welcher Austausch wird wahrscheinlich stattfinden, welche Features müsst ihr deswegen bereitstellen, aber auch der Hinweis, welche Features müsst ihr vielleicht nicht bereitstellen, weil sie nicht im Lernangebot integriert sein müssen, sondern von anderen bereitgestellt werden können oder die Teilnehmenden organisieren sich das selbst. Na, also ich habe gerade schon erwähnt, es könnte einen Telegram-Channel geben, dann legt ihr den vielleicht an und legt einen Link darauf an, aber besteht natürlich jeden die Möglichkeit auch offen, oh, zu diesem Lernangebot gibt es überhaupt keinen Telegram-Channel, das finde ich aber praktisch, deswegen lege ich den selber an. Also die können auch ruhig dann ein Stück weit selbstbestimmt das machen. Und eine Sache, die da vielleicht auch wichtig ist, man muss ja manchmal auch gesetzliche Vorgaben beachten, wenn man Kommunikationskanäle öffnet. Na, also ich kann zum Beispiel für ein Angebot im Rahmen des Studiums keinen WhatsApp-Channel aufmachen. Zu Recht. Ja, also das ist keine Kritik, sondern es geht einfach nicht. Und deswegen muss ich vielleicht, wenn ich da den direkten Austausch unbedingt brauche für mein pädagogisches Setting, einen internen Chat bereitstellen und bei anderen Sachen muss ich das nicht. Verwaltungsbedarf. Und das ist einer der Punkte, die in der Auswahl der technischen Features und der Plattform für mich immer einen immensen Stellenwert hat. Weil ich oft nicht nur einmalige Angebote stricken muss oder Angebote stricken muss, die länger halten. Ich muss mich fragen, will und brauche ich eine Anmeldung? Ja, also habe ich so eine Webseite, wie ich vorhin gezeigt habe, habe ich keine Anmeldung. Ich weiß nicht, wie viele Leute darauf zugreifen, wie viele Leute dieses Lernangebot wahrnehmen. Ich kann somit schlechter eine Kommunikation ermöglichen. Deswegen ist vielleicht eine Anmeldung nötig.
brauche ich Bewertungen? Das hatte ich vorhin schon. Ne? Also brauche ich Bewertungen, um zum Beispiel ein Zertifikat auszustellen? Oder ist mir das, ist es für das Lernangebot für mich nicht so wichtig? Brauche ich so etwas wie Badges? Ne? Also möchte ich Teilnehmende motivieren? Möchte ich vielleicht auch für irgendwas relevante Badges ausstellen? Dann muss das auch die Plattform unterstützen können. Brauche und möchte ich Zertifikate ausstellen können, meinetwegen auch Blockchain-zertifizierte Sachen. Also damit fangen wir jetzt gerade an, rum zu experimentieren in anderen Projekten. Auch das kann eine Frage sein. Und wie müssen diese Zertifikate gestaltet werden? Müssen die händisch bestätigt werden oder reicht es, wenn die automatisch rausgehen? Dann sind es meistens nur Teilnahmezertifikate, weil ich ja gar nicht weiß, wer den Kurs vielleicht bearbeitet hat. Brauche ich andere Rollen als Teilnehmende und Administrator? Ne? Also normalerweise, wenn ich ein Lernangebot erstelle, habe ich die komplette Kontrolle darüber und Leute nehmen dann teil, die haben keine Kontrolle darüber. Manchmal brauche ich aber auch so Zwischenschritte, Zwischenrollen. In Moodle gibt es Teacher, die dürfen zum Beispiel nicht an der Plattform als solches rummurksen, sondern dürfen nur in ihrem Kurs etwas schreiben. Es gibt Teacher bei uns, die haben keine Bearbeitungsrechte. Ne? Die sind vielleicht für die Qualitätssicherung drin. Die können oder wollen oder sollen nicht mit Moodle umgehen und deswegen dürfen sie nichts dran verändern. Diese Unterscheidung habe ich auf vielen Plattformen nicht. Ne? Also auch bei YouTube-Playlisten zum Beispiel, da gehört mir der Kanal und dann darf ich dort YouTube-Videos hochladen und runterladen und löschen und solche Sachen machen. Aber ich habe nur noch als zweite Möglichkeit Teilnehmende, also Zuschauer zu sein. Ich habe nicht nochmal so eine Zwischenrolle. Und auch brauche ich ein irgendwie geartetes individuelles Design oder Themes. Ne? Das kann ich bei YouTube nur bedingt machen. Also ich kann das natürlich im Vorspann, im Abspann durchsetzen, aber ich kann nicht sagen, hey YouTube, könnt ihr eure Plattform mal auf blau machen, weil meine Corporate Identity Farbe ist halt blau. Ja? Bei WordPress kann man zum Beispiel sehr viel mehr mit Design und Themes machen. Was passiert um das Lernangebot herum? Was passiert, wenn das Lernangebot zu Ende ist? Möchte ich das Lernangebot zum Beispiel nur begrenzt verfügbar machen? Und falls ja, möchte ich es händisch an- oder ausschalten? Ja, solche Sachen können zum Beispiel auch über die Plattform gesteuert werden. Oder möchte ich es unbegrenzt verfügbar machen? Was passiert dann? Wie kann ich dort überwachen? Welche Aktionen dort noch passieren, falls ich das denn überhaupt überwachen möchte? Was ist, wenn ich ein Lernangebot wiederholt einsetzen möchte? Ich sage mal, das ist so das Power-Argument für Lernmanagementsysteme im Hochschulbereich zum Beispiel. An der virtuellen Fachhochschule werden in jedem Semester die Module wiederholt, zumindest einmal im Jahr. Und dann ist es so, man möchte die Module ab Semesteranfang bereitstellen für die Teilnehmenden, die eingeschrieben sind. Also wenn ich das alles händisch koordinieren müsste, bräuchte das für wahnsinnig lange Zeit. Ne? Also ich muss also erstmal gucken, wer gehört dieses Semester in diesen Kurs und müsste alle Kurse neu aufsetzen und müsste dann die Leute da einzeln einschreiben. Das geht bei der virtuellen Fachhochschule zum Beispiel alles standardisiert. Die Leute schreiben sich ein und dann wird im Backend quasi diese Berechtigung durchgereicht und es werden jedes Jahr diese Template-Kurse, wie wir sie nennen, also diese Kurse kopiert und als neue Instanz für dieses Modul aufgesetzt. Ne? Das kann aber auch sein, dass ich, wie bei den OER-Fachexperten, da haben wir auch die Durchführung schon wiederholt und haben dafür aber den alten Kurs genutzt, weil wir auch gesagt haben, die Diskussion von den Leuten vorher hilft den Leuten, die es jetzt neu machen. Möchte ich mehrere Lernangebote verwalten? Das ist natürlich auch eine Sache, wo ich vielleicht mit einem WordPress irgendwann an eine Grenze komme oder eine Multisite dort installieren muss, was technisch auch anspruchsvoller wird. Moodle hat mehrere Kurse bereits mitgedacht. Habe ich nur ein Lernangebot, ist das vielleicht nicht so wichtig. Gut. Am Ende steht aber immer die Ressourcenfrage. Das heißt, alles, was ich jetzt erzählt habe, ist vollkommen egal. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt überhaupt keine eigene Infrastruktur und könnt das auch nicht aufsetzen, weil ihr habt keinen Server, kein Admin und nichts, dann müsst ihr schauen, dass ihr natürlich alles irgendwie auf fremden Plattformen hostet und das irgendwie verteilt. Ich habe vorhin schon mal Beispiele gezeigt, wie man das zum Beispiel auf Glitch, auf GitHub und so weiter hosten kann. Man kann Videos auf YouTube schmeißen. Denkt daran oder Telegram-Gruppen nutzen. Dazu gibt es ja noch eine Web-Talk-Reihe zu den offenen Tools von Nele Hirsch, die da verschiedene Möglichkeiten auch zeigt. Aber ich möchte euch daran erinnern, bitte daran zu denken, dass kostenloses Hosting nicht kostenloses Hosting heißt. Das heißt,
irgendwer bezahlt das. Der oder die, wenn es gemeinnützige Aktionen sind, freuen sich da auch über eine Spende und darüber, dass die Infrastruktur auch geschont wird und nicht einfach alles genutzt wird, ohne dass da eine Konsequenz zu denken ist. Und andere Plattformen haben dahinter ein Geschäftsmodell, ne? Also Videos auf YouTube posten fetzt, aber YouTube nimmt sich, also erstmal kümmert sich YouTube nicht darum, wenn sich andere Features einblenden lassen und nutzen und euch gefällt das nicht, dann werdet ihr damit Beschwerden nicht weit kommen. Ne? Also ein Beispiel zum Beispiel, wenn ihr YouTube-Videos irgendwo einbettet und ihr drückt auf die Pause-Taste, dann werden unten diese Werbevideo, also diese Einblendungen, diese Videos könntest du auch gucken, eingeblendet. Das war früher, gab es da in der Schnittstelle mal eine Möglichkeit, das abzuschalten. Das geht jetzt nicht mehr, weil YouTube ja natürlich auch ein Geschäftsmodell hat. Die wollen, dass man länger draufklickt, dass man die Werbepartnerschaften mitnimmt. Das sind dann die Konsequenzen, mit denen man dann bezahlt. Ne? Also von daher, Oliver Tucker hat dazu einen schönen Lightning Talk gemacht. Den habe ich da verlinkt. Die Links findet ihr in den Beschreibungen zu diesem Webtalk. Ihr habt eine andere Möglichkeit, könnte sein, dass ihr schon LMS oder CMS vorgegeben habt, weil das eure Schule, Hochschule oder sonstige Einrichtung nutzt. Dann werdet ihr die Features dort nutzen müssen und schauen müssen, wie das übertragbar ist. Ihr könnt natürlich gucken, wie ihr das kreativ erweitern könnt. Ihr könnt Links zu anderen Tools einsetzen und so weiter. Und sicherlich gibt es auch eine Community zu eurem LMS oder CMS oder Einrichtung, bei der ihr mal fragen könnt. Also ich habe hier ein Glitch Tool gebaut, wie kriege ich dann das auf unsere Plattform? Geht das überhaupt oder muss ich es verlinken? Tauscht euch da aus. Aktuell bestehen ja auch noch die Telegram-Gruppen zu dieser Webtalk-Reihe. Da gibt es viele Leute, die sich freuen, solche Lösungen auszutüfteln. Und natürlich gibt es die Luxusvariante, ihr habt eine vollkommen freie Plattformwahl, dann könnt ihr die Kriterien oben überdenken, euch die verschiedenen Tools abwägen, vielleicht auch mal nochmal nachfragen bei den Leuten, die mit den Tools arbeiten, ob es da Vor- und Nachteile gibt. Aber natürlich sind Ressourcen auch da nie unbegrenzt. Also man hat entweder die Kosten, die technischen Kompetenzen, wenn man sich mit der einen oder anderen Plattform besser ankennt und so weiter. Gut, das war die kleine Überlegungsreihe, das kleine Mitdenkangebot, nach welchen Kriterien man denn andere Plattformen als solche für Online-Kurse auswählen könnte. Ich hoffe, es hat ein Stück weit geholfen. Möchte auch da gerne nochmal anregen, die Diskussionsmöglichkeiten zu nutzen und danke für eure Aufmerksamkeit.